Ihr wisst ja, dass es immer mir ein Anliegen ist, euch Panzer zu zeigen, die eben nicht so oft auf meinem Kanal sind. Wenn es um Cromwell Replays geben würde, glaube ich, könnt ihr euch zukacken damit. Genauso wie IS-3 oder Objekt 140 sowie T-54. Das ist ein Panzer, ich glaube, der bekomme ich am Tag 2-3 Einsendungen. Deswegen umso schöner, solche Panzer wie eben mal das Objekt 704 zu zeigen, das man einfach doch nicht so oft sieht. Vielen Dank deswegen an 112 oder 112 Typhoon, weil ich gerade selber diese Reihe, diese TD-Linie mit ISO 152, Objekt 704 selber auch am Spielen bin. Aktuell ja, wie bekannt ist, nicht so wirklich, weil ich ja immer noch eine World of Tanks Pause, was das Zocken angeht, eingelegt habe. Aber wenn ich denn wieder spielen sollte, spiele ich diese Linie auch und ich muss sagen, die ist sehr cool, die macht sehr viel Spaß, weil es einfach tolle, grandiose Kanonen hat. Das Objekt 704 hat genau die gleiche Kanone wie die ISO 152, allerdings mit einem besseren Reload und ist wohl nicht so dievenhaft. Kann ich jetzt nicht in der Form unterschreiben, sondern das sind Aussagen, die mir so gemacht worden sind. Jetzt hat er hier schon den T29 fast in Schussposition gehabt, aber eben auch nur fast. Die trauen sich da logischerweise nicht wirklich über die Kuppe, weil dann gibt es ansonsten Dicke aufs Maul. Ja, das ist ein Schuss, der ist unglaublich schwierig, ja. Also da muss man sagen, gehört neben sehr viel Aiming unglaublich viel Glück dazu, dass der auch trifft. Da kommt er eben noch auf keinen drauf. Natürlich anfangs immer sehr statisch, gerade bei dieser Karte. Passiert da einfach nicht viel. Die ist immer sehr überschaubar, gerade wenn wir hier auch keine Artis im Spiel sind. Hat er den Schuss auf den T-34 probiert, aber ging daneben. Also bisher noch ein dicker, fetter Nuller für ihn hier in dieser Runde. Und auch so gern oder so ungern man Artis mag oder eben nicht mag, man muss sagen, sie machen das Spiel, sie verändern schon die Art und Weise, wie die Teams agieren. Und wieder mal kein Treffer. Jetzt kommt es der Jagdtiger darum, der hier ordentlich auf den T95 geht. Auch hier verschießt er wieder. Man sieht die Kanone ab und an, ist eine unglaubliche Diva. So, vielleicht jetzt mal auf den 50-100 und ja, endlich macht er den ersten Treffer. Und da sieht man, man macht die ganze Zeit nichts, trifft einmal und schon hat man 800 Hitpoints mehr am Gegner verursacht. So, jetzt will sich der Jagdtiger One-on-One mit dem T95 anlegen. Und auch hier hat man wieder gut gesehen, komplett eingeaimt, fliegt die Kugel links vorbei. Aber da gibt er jetzt nicht auf, da will er jetzt nochmal den Versuch starten. Und jetzt macht er den Jagdtiger auch weg. Ist jetzt offen. Muss aufpassen, wobei aber er eine recht gute Panzerung hat. So, der 50-120 jetzt an ihm abgeprallt. Gott sei Dank hat er da gerade meine Aussage unterstrichen. Jetzt fährt er weiter vor. Es steht ja auch 2-4 für den Gegner. Von dem her ein etwas
aktiveres Spielen könnte nicht schaden. Auf die da drüben. Da bekommt er einfach... Oh ja, jetzt der T29. Und der prallt am T29 ab. Da hat er endlich mal schon mal das Glück, dass er direkt trifft. Ach Gott. Und dann prallt er auch noch ab. Ja. An dieser Stelle kann ich ja vielleicht einen kleinen Sparwitz einbauen. Was sitzt auf einem Baum und winkt? Ein Huhu! Ja, Gott sei Dank gab es da auch nebenbei noch den Schaden und auch die Zerstörung vom T29. Jetzt da hinten der Rheinmetall. Komm schon, mach ihn weg. Ah, tendenziell wohl gar nicht so schlecht geflogen, aber ob er getroffen hat, ist unbekannt. So, wann lässt sich der nächste denn blicken? Oder vielleicht in der nächsten Sparwitz. Wer wohnt im Dschungel und schummelt beim Spielen? Mowgli. Muss man ein bisschen mitdenken, ist dann aber recht lustig. Wo bleiben denn jetzt die Gegner? Natürlich, ich würde jetzt an seiner Stelle auch einen Teufel tun, darauf zu fahren, weil der Rheinmetall, der da hinten noch steht, der AMX 5020, wenn der sein Magazin entlädt, kann alles ungut werden. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Den finde ich wirklich gut. So, der 5020 begibt sich jetzt mal gern Mitte. Aber man sieht, es sind auch viele Gegner noch gar nicht gespottet gewesen überhaupt. Und jetzt steht der erste der Gegner im Cap. An dieser Stelle, was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Ist ja ganz logisch, Head and Shoulders. Wo ist der Rheinmetall? Die Capzeit hier ist sehr, sehr lang und dementsprechend braucht man sich hier nicht allzu stark da unter Druck setzen lassen, sobald der erste im Cap steht. Da ist der Rheinmetall und da ist der AT-15. Wer will zuerst auf den Rheinmetall gehen? Aimt ein und diesmal spielt die Kanone mit. Jetzt ist er offen. 7 zu 10 für den Gegner. Der AMX 5020 prallt mal wieder an ihm ab. Und jetzt sieht er ganz gut da hinten den IS-3. Kommt nur leider nicht auf den drauf. Dementsprechend muss er sich jetzt doch auf den AT-15 orientieren. Gun Depression arbeitet jetzt fast mit. So. Der hätte passen müssen, also ich bin mir da recht sicher. Jetzt sind aber schon 3 Gegner im Cap. Jetzt ist es dann doch eher ärgerlich, weil jetzt sind es nur noch 20 Sekunden und der einzige von seinem Team, der da hinfährt, ist der Tiger 1. Da sieht man aufgrund der HP, dass der AT-15, dass der Hit von ihm gesetzt. Ja, jetzt konnte er den AT-15 rausnehmen, aber nur noch 5 Sekunden. Und ich glaube, da ist einer rausgefahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da decapped wurde. Oder der Tiger 1 hat es doch geschafft. Und nun endlich den 5020 rausgenommen. Und jetzt kann er auch sich da endlich rüber machen. Ja, scheinbar, wie gesagt, ist schwierig, ob da einer rausgefahren ist und ob es der Tiger war. Ich würde aber vermuten, dass der IS-3 eigentlich im Cap gestanden sein dürfte. Und aufgrund dieser Aktion, dass jetzt wieder mal der Cap unterbrochen worden ist, schauen wir mal,
wieder, das haben wir schon das ein oder andere Mal im Replay gesehen, ob das so ein sinnvoller Move war. Nun ist auf jeden Fall der Jagdpanther mal raus. Er hat seinen 5. Kill mittlerweile. 5 Sekunden. Jetzt hat der Charity gerade noch decappen können. Jetzt ist der auch raus. Ja, noch einer wieder rausgefahren. 2. Und der war wichtig, dass er da gerade noch decappen konnte. Sekunden an dieser Stelle. Den Krieger hat er jetzt mal klar gemacht. Auf den T-44 könnte er hinten passen. Ich als japanischer Krieger wäre ich ein Nunja, weil ich so unentschlossen bin. So. Wo ist denn der IS-3? Da, jetzt fährt er auf den wirklich auch direkt drauf. 78 dürfte kein One-Shot sein. Doch, weil der T-44 ihm da unterstützt. Jetzt hat er nur hinterhalb den IS-3. Wow, da hat er super, super Glück, dass der T-44 so gut mitspielt. Hat ihn gerade aber sowas von den Po gerettet. Erst mit dieser Aktion hier. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Er kriegt die nicht rein. Er muss ein Stück, nur ein ganz kleines Stück nach vorne. Ja, leider nur gekettet. Bradley Walters. Auf jeden Fall machbar. So, jetzt ein Stück vor. Und jetzt macht er ihn. Was? Nein! Was auf was wartet der? Der wäre aber sowas. Oh nee. Jetzt hat er sich die Bradley Walters klauen lassen. Jetzt noch der CDC. Aber was hat er denn da jetzt gemacht? So, jetzt hat er schnell mal den Fahrer wieder in Stand gesetzt, weil die Drehbewegung sonst sehr reduziert gewesen wäre. CDC ist abgeprallt und jetzt fährt er auf den CDC drauf. Muss aber aufpassen, dass er ihn nicht umfährt. So, jetzt hat er CDC nochmal getroffen. Aber diesmal macht er die Bradley Walters klar. Macht seinen 8. Kill. Hat in dieser Runde 6215 Schaden gemacht. Und vielen Dank einfach mal für den Panzer, den man so sonst nicht so häufig sieht. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, die Witze habe ich aufgrund des Spannungsbogens eingebaut. Ich weiß, es waren nicht die besten. Aber ich hoffe, es war ein wenig unterhaltsam. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.